Hi ho, wir laden hier das Spiel und spielen ein bisschen Greenfall. Nee, Greenfall? Falling Green? Doing the green things about this world? Mist. Nee, Mist ist ja schon wieder was anderes. Ein bisschen verwirrt. Hi, es ist nachmittags und ich habe Lust mit euch zu zocken. Beziehungsweise euch ein bisschen mehr vom Spiel zu zeigen. Und so fange ich einfach mal völlig verwirrt an. Verzeiht mir, ich bin gerade voller Schokolade. Die Dröhnung ist noch nicht abgeebbt. Ich muss das gerade erstmal verarbeiten. Also den vielen Zucker. So. Einmal zu trinken. Oh, hier ist bloß noch echt jetzt kein Nährwert mehr. Wir brauchen wieder was zu essen im Inventar. Das können wir erstmal machen. Eine Viertelstunde geht schnell um. Währenddessen gucke ich mal nach. Salbei. Können wir das essen? Ja. Ach, wir haben ja hier in diesem Spielstand nur einen einzigen Kocher. Was kann man denn zu essen machen? Wir haben doch so viel Zeug gefunden. Das kann erstmal weg. Da doch nicht, Mensch. Ja, ich muss mich gerade mal reinfinden. Ich habe schon wieder ein paar Tage hier nicht gespielt. Aus dem kann man auch nichts zu essen machen. Nee. Lass mich mal überlegen. Aber Suppen gibt's. Ich habe mir noch nie eine Löwenzahnsuppe gemacht. Ich probiere es mal aus. Eine Stunde. Meine Güte. So, ich habe gerade gesehen, warum auch immer ich hier Saatgut drin habe. Ich pack's mal einfach hier rein. So, das will ich anpflanzen und das. Okay. Die Tomaten. Na, ist eine ungerade Zahl. Aber es ist nicht 5. Ich weiß nicht, was ich hier erzähle. Also, es ist nicht genug. Aber hier haben wir noch welche. 7 Tage. Die konnten wir ein bisschen aufpäppeln. Ich würde gerade sagen, es ist nicht genug zum Leben, aber auch nicht zu wenig zum Sterben. Oh, die nehmen wir wie immer mit. Ihr wisst ja. Meine Lieblingsblume. Und hier noch einmal kurz Rasen mähen. Also wenn ihr euch genauso einen Vorgarten machen wollt wie ich, tja, ihr werdet nie out of grünes Gras sein, ne? Hier spawnt ja immer wieder so viel Gras nach. Eigentlich könnte ich hier auch so ein, zwei Hühner halten. Aber die 3 Bäume, die geben hier wirklich, wirklich genug Gras ab. Dass die Hühner vielleicht auch mit wenig oder gar keinem Futter klarkommen würden bei mir. Ach ja, ich kann ja mal die Fallen lernen. Verfaulte Ratten helfen mir nicht weiter, ne? Ich will ja eigentlich, dass das Kätzchen bei mir auftaucht. Das heißt aber... Oh nein, nein, nicht schon wieder. Ah, ich hänge hier fest. Na gut. Tut mir leid, lieber Baum. Das geht nicht, die Rattenfallen, die haben irgendwie... Die brauchen mehr Platz, als sie eigentlich breit sind. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Die haben so eine große Box oder so um sich rum, die unsichtbar ist. Die brauchen einen gewissen Abstand und den konnte ich gerade... Also ich konnte reinlaufen, aber gerade nicht mehr raus. Das hat man jetzt nicht so gut gesehen, war aber so. Also ich kam an diesem Zeug nicht mehr vorbei. So, wir haben ja jetzt hier... die Dinger bekommen. Da werde ich hier ganz am Rand einfach noch 2 Bäume pflanzen, in der Hoffnung, die wachsen hier auch aus. Ist ja ziemlich dicht hier zusammen. So. Und dann könnte man wirklich die Hühner hier vorne laufen lassen. Hatte ich auch noch nie. 1, 2 Hühner.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr hiervon herstellen. Nur ein bisschen. Der Kater müsste ja bald hier vorbeikommen. Und das wäre natürlich cool. Ab 150 war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das heißt, mir fehlt bloß noch ein Baum. Und das werden wir ja wohl hinkriegen, oder? Ich schaue mal hier unten nach. Im Auto waren ja auch immer noch ein paar Gegenstände. Hey, cool. Ja, hatte ich richtig in Erinnerung. Das kann dann mal weg. Minus 7, ja. Das brauche ich alles nicht. Das freut mich ja mega. Dann kann ich hier wirklich noch die ein, zwei Bäume pflanzen. Und dann müsste der Kater hier bald erscheinen. Ich kann mich ja auch schon mal ums Katzenkörbchen bemühen. Und dann fütter ich ihn mit den Ratten, die ich gerade gefunden habe. Denn ich weiß nicht, ob er die noch haben will, wenn die schon schlecht sind. So. Eigentlich ist er hier unten in meiner Box. Na? Meine Zeugsbox. Jetzt auch erstmal rein. So, wie geht's meinem Fell? Ziemlich gut. Ich schau mal nochmal nach, was ich brauche fürs Katzenkörbchen. Ah, hier ist was zu essen. Moment. So, gleich nochmal. Nee. Das brauchen wir bestimmt. Ich schau mal nach. Ja, das können wir auch noch machen. Eins ist noch übrig. Zehn, das heißt, wir können noch weiteres Holz herstellen. Super. Ist jetzt nicht mega nahrhaft, aber wenigstens ist er satt. Ich wollte ja jetzt noch mal rausgehen. So, und nach den Dingern hier gucken. Ihr seid doch fertig, oder? Nee, halb fertig. Okay, damit kann ich leben. Das heißt, ich schaue jetzt mal, was der Katzenkorb so braucht. Fütter ihn mal noch kurz. Die kannst du mal aufbrauchen. So, ein angefangener Salat ist in Ordnung. Tierzucht. Ein Katzenkorb. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Stücke habe. Heu habe ich auf jeden Fall. Ja, die Stöckchen habe ich bestimmt alle ausgegeben. Ja, sieht so aus, ne? Ja, das wäre jetzt nicht so gut. Das heißt, ich muss nochmal dringend ein paar Sachen abholzen. Und ich wollte auch noch einen Baum pflanzen. Hier haben wir ja zum Glück noch was. Und das wird schon wieder so dunkel. Oh Mann, ihr seht wieder nichts, ne? Aber ich habe die Laterne dabei. Augenblick. Wenn ich jetzt nachts mit euch arbeite, dann richtig, ne? Komisch, ich sehe auf meinem linken Monitor, weil ich den etwas heller gestellt habe, wirklich viel besser als auf dem rechten. Also wenn ihr das genauso dunkel seht wie ich, was OBS hier aufzeichnet, dann seht ihr wahrscheinlich kaum was. Ja, kommt her, ihr Bienen. So, dann können wir uns um den Busch kümmern.
Ah ja, hier gibt es auch Stöcke, das ist natürlich schön. Ich brauche ja 10 Stück. Die werde ich mir holen. Rüben, cool. Und Kaffee. Ey, hier wird man ja richtig verwöhnt. Dann mache ich mir als nächstes eine Tomatensuppe. Und damit kann ich dann auch die alten Tomaten auffrischen. Den Kaffee können wir auch noch mitnehmen. Also wie ein Glücksschweinchen heute, hm? Okay. Hier wächst der nächste Baum. Er ist wirklich fette Beute hier. Kann man ja echt nicht meckern. So, ich werde mal hier unten und hier oben noch einpflanzen. Ich denke, das ist okay. Die Bäume haben bestimmt noch genug Platz, um ihr Potenzial zu entfalten. So. Na gut, ich habe nur einen Baumsetzling. Aber dann kommt hier einfach noch ein Busch hin. So. Und die Tomaten nehme ich selbstverständlich mit. Ich meine, Tomatensuppe macht sich nicht von alleine. So, komm her, du Gras. Wir wollen mehr gutes Zeug hier und Gras stört. Ich weiß, irgendwann brauchen wir es für Tierfutter und anderes Zeug. Aber im Moment ist es nur so ein Nebenprodukt. Was ja wirklich kein Mensch braucht. Weil man kriegt es so hinterhergeschmissen, ne? Hier wächst Gras ohne Ende. Das ist eigentlich schon so viel, dass es fast zu viel ist. Wow. Also wie gesagt, Thymian. Gut, dass ich die Eichhörnchen jetzt nicht hier in der Nähe habe. Dass die mir hier gerade nichts wegfressen. Freut mich wirklich. Kommt mal her, ich nehme alles mit, nur zur Sicherheit, weil sich die kleinen Mistmonster wieder vermehren. Und hier dann auch auf die Pirsch gehen und hier alles wegfressen. Hatte ich ja schon. So, komm her. So, wir haben über 100 Stück, also eigentlich ist meine Sorge ja fast ungewundert. So, dass die Sichel kaputt ist, ist in Ordnung. Und die sind auch bald irgendwann soweit. Möchte ich noch aufessen? Nö. Also ihm geht es ziemlich gut, kann man ja nicht anders sagen, wir haben 2 Stöckchen. Ist ein bisschen wenig. Da kann ich ja noch mal kurz gucken, aber erstmal speichern, ob ich noch irgendwas hier reißen kann. Habe ich noch was zum Anbauen? Nee, Dünger haben wir nicht dabei. So, dann gucke ich mal, ob es hier noch karge, kaputte Büsche gibt. Oder ob ich hier irgendwo noch diese Nadelbäume angepflanzt habe, aber gerade sieht nicht so aus, ne? Hier ist noch einer. So, da war jetzt der nächste. Ja, vielleicht habe ich Glück, dass ich auf 10 noch komme, weil ich würde das Katzenköpfchen echt gerne noch machen. So. Naja, wenn das jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Schau mal. 14, sehr gut. Er ist noch nicht ganz müde, deswegen nehme ich noch ein bisschen mit. So, und den noch. Ja, das reicht. Schnell zurück. Ich will vom nächsten Tag möglichst viel haben. Hier können wir eh nichts mitnehmen. Achtung, giftige Suppe.
Den könnte ich noch mitnehmen. Ich sag euch aber auch warum. Wenn ich jetzt die Laterne so aufbrauche, dann brauche ich ganz dringend die Glühwürmchen. Um die Maden ist es jetzt nicht ganz so schade, wenn ein paar abhauen. Ist es halt so. So. Aber ich glaube, viele davon habe ich noch bekommen. Könnte ich hier genauso machen, aber wir haben wieder 5 Stück. Damit können wir die Laterne locker reparieren. Achso, wir gehen mal lieber da lang, ja? So. Einmal speichern, bevor ich aus Versehen doch nochmal reinlatsch. So, ich nehme schon mal die Laterne ab. 3 Tage, 16 Stunden, 1 Tag. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Super, hier könnte ich jetzt neue Bäume pflanzen. Die brauchen wir nicht. Ein Tag, okay, dann ist die Zeit gleich mit dem hier fertig. Sehr schön. Beute und Sand. Und die zwei Sachen haben mir eigentlich auch nichts dran zu suchen. Das kann ich noch reinpacken. Das kann noch verschimmeln. Also die lieber nicht. Die werde ich mal umwandeln. Ich brauche da die Samen. Nur zur Sicherheit. Und hier werde ich mal gucken, dass wir möglichst schnell noch Suppe bekommen. Bin sehr froh, dass diese Kräuter hier nicht kaputt gehen. Dass man die ewig benutzen kann. Ach so, eins brauche ich ja, ne? So. Ich schaffe es auf jeden Fall noch, den Katzenkorb zu machen. 43 müsste locker reichen. Speicher nochmal, falls der auch 3 Stunden braucht. Ne, 1 Stunde ist in Ordnung. Dann stelle ich den Korb mal raus. Vielleicht kommt ja die Katze sogar schon. Und dann können wir sie mit den vielen Ratten füttern. Ich hoffe, sie bleibt dann bei uns. Ausrüsten. Also ich lege es auf jeden Fall noch raus. Ich will, dass sie zu uns kommt. So. Da ist ein kleines Mistmonster. Das muss ich mal loswerden. Ihr seht den Käfer nicht. Ich sehe ihn aber. Und er stört mich. Weil er frisst auf Garantie irgendwann hier an unserer Ernte. Da habe ich keine Lust drauf. So, wo ist denn das Ding? So, ich packe mal hier noch Holz rein. Gerade brauchen wir es nicht. Super. Jetzt ab ins Bettchen. Oder? Ne, Moment. Was machst du denn da? Ich hole noch einmal Wasser, dass wir nochmal über Nacht kochen können. Nur zur Sicherheit, wenn wir jetzt einen längeren Ausflug machen, brauchen wir das unbedingt. Okay. Er ist halbwegs müde, aber bis um 6 wird er bestimmt schlafen. Fast bis um 9, meine Güte. Du hast ein Schlafbedürfnis. Ist ja unter aller Kanone dafür, dass du hier alleine bist und klarkommen musst. Oh, ich hätte mal erst das hier. Oh, shit. Ich hab's nicht gesehen oder nicht so ganz registriert. Ja, wenn man so viel im Inventar hat, dann sieht man nicht mehr gut durch. Das ist halt ein Nachteil. Deswegen muss ich mal kurz gucken, dass ich hier ein bisschen umräume. Wir nehmen mal das hier mit und packen das jetzt mal hier rein. So, die Suppen haben wir jetzt dabei. Holz. Das Werkzeug, das... Die Därme nicht, aber den Stein hier. Die können wir ja mal reinmachen. So. Schön stacken. Das können wir auch reinmachen. Der braucht bloß noch einen Tag. Und die kleinen brauchen wir später. Kaffee. Ist da.
So. Okay, ist ja schon mal zufriedenstellend hier. Gut. Wir müssen die reparieren, das wisst ihr ja. Ich könnte ja mal gucken, ob die Katze zwischendurch da ist. Nein, du sollst das essen, Mensch. Dieser Charakter ist aber auch ein Genie, oder? Essen. Also Tomaten sind reichhaltiger. Oh, ist das jetzt echt schon weg? Uhuhu, gut, dass ich so viele gemacht habe. Das ist aber nicht die beste Nahrungsquelle. So ein Mistipups, da müssen wir uns halt ganz dringend drum kümmern. Wir verhungern hier, wenn ich nicht aufpasse. Und ich schätze mal, die Baumwolle ist bei einem Nahrungsproblem echt das Unwichtigste. Entweder ich hole jetzt Pilze oder ich gucke, ob das Feld soweit ist. Was könnte man noch machen? Ja, wenn ich Glück habe, erlege ich ein Eichhörnchen. Ansonsten habe ich noch eine andere Idee. Wir haben ja das Ding hier noch. Na, vielleicht pflanze ich die. Also meine Idee wäre jetzt, dass ich mal draußen gucke, was hier so los ist. Genau, eine Lebendfalle wäre doch gut. Was auch immer wir damit fangen, zum Beispiel ein Schwein, könnten wir verarbeiten. Das wäre doch eine Idee. Was nennt man denn eine Sorge weniger? Okay, ich guck mal nach, was wir für die Schweinefalle brauchen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.